Hallo liebe Top-Familie, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal, zu einem neuen React, selbstverständlich. Wir reagieren auf das nächste Video von Selina, ich gebe es zu, Punkt, Punkt. Da fehlt eigentlich noch ein Punkt, wohlbemerkt. Ich bin gespannt, was jetzt kommt, ich habe gar keine Ahnung. Ja, lass uns mal schauen, was passiert. Akzeptier's doch einfach, akzeptier's doch. Du bist scheiße. Da war alles noch schön. Wir führen eine Beziehung, aber so eine richtige Beziehung. Corona und das Wetter. Corona. Das ist so scheiße, Alter. Das bin ich für ein Mensch. Und mir kriegt das auf, und mir kriegt das auf. An den Haaren rauszerren, vielleicht noch einen Tritt irgendwo rein. Vielleicht ja mein heimlicher Verehrer. Madeira, tschüss und weg. Madeira, hallo und herzlich willkommen zu diesem wundervollen neuen Video. Okay. Dieses Video kommt irgendwie voll verspätet. Ich wurde nämlich nominiert von dem lieben Marcel und auch von Jennifer Saro. Beide haben mich für diese wunderbare Challenge nominiert. Und zwar werde ich euch jetzt ganz spontan... Ist das dieser Tag von Bibis Beauty Palace? Kann das sein? Wo Bibis Beauty Palace doch auf Sachen geantwortet hat? So mit Crush und wo sehe ich mich in so und so vielen Jahren und so? Was würde ich machen, wenn ich nicht YouTube machen würde oder Influencer? Ist es das? Mal gucken. An, ich glaube, fast 30 Fragen beantworten, beziehungsweise ich werde den Satz vollenden und zwar wirklich spontan. Ich wollte eigentlich mich so ein bisschen vorbereiten, aber ich dachte mir so, nee, ganz ehrlich, wir machen das jetzt spontan. Legen wir mal los, ich bin total aufgeregt, weil ich nicht weiß, was ich jetzt sagen werde. Ich gebe zu, dass ich heute viel geschlafen habe und viel Serie geschaut habe. Es ist Donnerstag. Am liebsten wäre ich... Tatsächlich bei mir umgekehrt. Serien heute bislang noch gar nicht. Und wenig geschlafen. Das lag daran, dass ich tatsächlich Upload-Probleme kurz hatte. Aber das lag nicht irgendwie an YouTube. Sondern, jetzt passt auf, Fail meinerseits. Ich habe das Video falsch konvertiert. Das Video kam schon längst für euch. Das war 0% Akku. Hilfe, ich bin gefangen von Julian Bam. Ich habe es falsch konvertiert. Und hatte deswegen kurz Probleme. Und dachte so, woran liegt das jetzt? Das heißt, ich saß ein bisschen länger da dran. Und natürlich am Special Dezember habe ich weiter gearbeitet. Denn tatsächlich beginnen für mich jetzt Montag die Aufnahmen schon, die ich dann schon tätigen werde. Ich jetzt in diesem Moment bei jemandem, den ich mag. Von mir aus können alle wissen, dass ich... Ja. Wirklich sehr, sehr unordentlich bin. Und räume tatsächlich nur auf, wenn Besuch kommt. Und das mache ich manchmal sogar nicht. Ich habe es gestern geschafft, ein bisschen mehr... Ach, juckt keinen. Auf jeden Fall, ich bin sehr unordentlich. Ich bin jetzt... Ach komm, egal. Ich bin unordentlich. Akzeptier's doch einfach. Ja, ich auch. Akzeptier's doch. Du bist scheiße. Vor 4 Jahren habe ich... Da war ich mitten im Abitur. Da war ich mitten im Abitur, hatte eine Beziehung. Da war alles noch schön. Diese Woche... Vor 4 Jahren, wenn ich jetzt überlege, was war heute vor 4 Jahren zum Beispiel? Boah, 2016, lange ist es her. Ich glaube tatsächlich, da habe ich mich... Boah, ich bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher. Das ist seit 2017, seit Januar 2017 mache ich Aufnahmen auf meinem PC. Und ich glaube, im November habe ich mich umgehört... Welcher PC am besten ist? Dann habe ich letztendlich... Boah, was ist das hier nochmal? Wartet mal, das ist... Alter, ich kann es jetzt gerade nicht lesen. Ist auf jeden Fall ein Fertig-PC. Also das ist jetzt keiner, den ich mir selbst so zusammengebaut habe. Aber Einzelteile will ich auch mal verbessern. Aber ich glaube, das war so vor 4 Jahren bei mir. Habe ich schon mindestens 5-mal, wir haben Donnerstag, diese habe ich schon mindestens 5-mal, Lina angerufen. Safe. Ich schwöre, Leute. Ohne Witz, ganz kurz mal so nebenbei, ich finde, im Gegensatz zu manch anderen Videos, ist das heute so richtig schön dezent geschminkt bei Selina. Ich wollte gerade Lina sagen, nee, Selina. Wisst ihr, was ich meine? Also es sind jetzt nicht so, also die Lippen hat sie, glaube ich, sowieso nicht immer so stark. Aber Lidschatten, glaube ich, heißt das, hat sie ein bisschen. Auch bei den Augenbrauen ein bisschen. Aber das sieht echt schön aus, muss ich sagen. Sieht schön aus. Ich schwöre euch auf alles. Mir ist letztens aufgefallen, dass Lina und ich einfach eine Beziehung führen. Sorry, so. Wir führen eine Beziehung.
Aber echt? So eine richtige Beziehung. Wir sind jeden Tag am Telefonieren. Entweder ruft sie mich an auf FaceTime oder ich sie. Labern irgendeine Scheiße, legen dann wieder auf. Sie ist super oft hier. Wir sehen uns richtig oft. Also ich weiß nicht, was das ist, wie immer, Freunde. Das ist wirklich eine sehr innige Beziehung, ja. Wenn ich morgens aufwache. Okay, machen wir jetzt mal die Situation, die momentan der Fall ist, okay? Wünscht ihr euch zum Beispiel im Special Dezember, dass ich das Gleiche mache? Weil das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit. Das wäre zum Beispiel so eine Videoidee, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also wenn ihr Bock dazu habt. Ja, kein Muss, aber. Ansonsten habe ich auch schon so gesagt, stellt mir gerne Fragen in den Kommentaren. Ich schreibe sie mir alle auf. Und die werde ich dann in einem separaten Video im Dezember beantworten. Okay, Corona und Corona. Wetter ist scheiße. Morgens kalt. Wenn ich morgens aufwache, mache ich erstmal den Fernseher an, gucke Netflix. Echt so? Scheiße, Alter, das bin ich für ein Mensch. Erst am Morgens schön Netflix anmachen, die Serie ein bisschen weiter gucken, dann gemütlich frühstücken und dann geht's los. Ne? Das ist umgekehrt. Die letzten Tage der Fall gewesen. Normalerweise nicht so schlimm. Ich schwöre auf alles, okay? Normalerweise bin ich zivilisiert. Wenn ich für einen Tag unsichtbar sein könnte, würde ich auf jeden Fall, ich würde safe bei den Menschen vorbeischauen, die ich nicht so durchblicke. Oder auch bei Leuten, die ich nicht richtig einschätzen kann und bei denen ich gerne wissen würde, wie die wirklich ticken und ob die real sind oder ob die fake sind. Ja, ich würde bei Leuten vorbeischauen, die ich nicht einschätzen kann, bei denen ich ein schlechtes Gefühl habe, dass ich mir denke, dass das unehrliche Menschen sind und würde gerne wissen, wie die ticken. Wenn ich 24 Stunden mit einem Celebrity Crush verbringen würde, dann Celebrity Crush. Ich würde schlafen, ich würde Netflix gucken, ich würde rausgehen, ich würde in eine Bar gehen, ich würde vielleicht feiern gehen. Irgendwas Cooles, ganz viel einfach mit der Person machen. Achso, also okay, wirklich gut. In 24 Stunden so viel mit der Person machen und die Person so gut wie möglich kennenlernen, weil 24 Stunden sind nicht allzu lange. Ja, das würde ich machen. Es regt mich auf, dass viele Menschen sich immer in Dinge anderer Menschen einmischen, sich nicht einfach mal um sich selber kümmern können. Ja, das regt mich auf. Und es regt mich auf, dass der Spaß ist. Und mich regt das auf. Mich regt auf, dass es Menschen gibt, die echt fucking narzisstisch sind. Und dass es Menschen gibt, die ich nicht einschätzen kann. Ich hasse das. Kennt ihr das? Ich hasse es, wenn ich Menschen nicht einschätzen kann. Normalerweise funktioniert das richtig gut, aber manchmal gibt es Menschen, die kann ich nicht einschätzen. Und habe ich immer das Gefühl, dass sie fake sind. Ja, also das würde ich zum Beispiel nicht unterschreiben, dass sie dann fake sind. Ich sag mal, das kommt mit der Zeit, so diese Menschenkenntnis. Ich sag mal, ich finde, das Alter spiegelt es ganz gut wider, weil ich finde tatsächlich, dass eine zum Beispiel 16-Jährige Menschen nicht so gut einschätzen kann wie eine 30-Jährige. Und, Dass sie sich einfach... So, sorry. Weil dort war es noch so markiert. Jedenfalls, es kommt halt einfach mit der Zeit, weil je mehr man Zeit mit Menschen verbringt, aber nicht unbedingt dann immer mit den gleichen, sondern tatsächlich auch neue Menschen kennenlernt und mit denen spricht und man dann so durch Gespräche herausfindet, wie du mir so tickt, lernt man mit der Zeit auch kennen, Menschen durch Sätze, durch Gestik, Mimik zu lesen. So geht es mir zumindest. Ich würde sagen, ich habe eine solide Menschenkenntnis. Früher zum Beispiel gar nicht, da bin ich auf sehr viele Leute reingefallen. Und im Nachhinein habe ich gemerkt, dass die mir überhaupt nicht gut taten, diese Menschen. Und mit der Zeit habe ich dann natürlich auch andere Menschen kennengelernt. Und da habe ich sofort festgestellt, dass ich mit denen nicht zurechtkomme, weil ich merke, dass die irgendwas Falsches an sich haben. Kann ich euch nur mit auf den Weg mitgeben. Deswegen redet viel, seid kommunikativ, auch wenn ihr so ein bisschen vielleicht introvertiert seid. Ich bin auch vom Naturell her eher introvertiert. Aber das gebe ich euch echt mit auf den Weg. Also redet, bildet euch weiter in dem Sinne. Also das ist echt wichtig. Und dann habt ihr auch eine echt gute Menschenkenntnis. Hat nicht unbedingt immer was mit Psychologie zu tun. In eine andere Rolle schlüpfen und nicht sie selbst sind, weil sie einfach komisch sind. Komisch. Ben, wir können ja mal so ein ganzes Video drehen. Mich regt auf das. Dann hau ich raus, okay? Dann hau ich alles raus. Wenn es eine Woche am Stück nur regnen würde, dann würde ich... Okay, eine Woche am Stück. Netflix. Ich würde... Jetzt kommt's. Das wäre... Ich rede gerade so, als wäre das voll mein Traum. Ist es mein Traum? Ich würde, wenn wir jetzt mal davon ab...
sehen, dass ich Uni machen muss und dass ich hier Social Media machen muss, wenn wir so tun, als wäre das alles nicht. Ich würde mir hier wirklich so ein Paradies aufbauen. Ich würde mir Netflix. PlayStation hinstellen, richtig geile Spiele kaufen oder einfach die ganze Destiny spielen. Stimmt, sie hat eine PlayStation 5, da bin ich voll neidisch. Ich will mir die aber auf jeden Fall auch noch holen. Weil jetzt bald im Dezember, freue ich mich schon sehr drauf, kommt Cyberpunk. Ey, Cyberpunk, Spiel des Jahres safe, würde ich sagen. Also freue ich mich schon sehr drauf. Ja, obwohl, Spiel des Jahres schwer zu sagen. Also Watch Dogs ist auch ein sehr starkes Spiel, Watch Dogs Legend, glaube ich, heißt das. Assassin's Creed Valhalla, auch ganz oben mit dabei. Aber ich würde tatsächlich sagen, weil das so am meisten gehypt ist, Cyberpunk 2077, freue ich mich sehr drauf. Muss ich zugeben, freue ich mich sehr drauf, das auch zu spielen. Ich würde mir am besten direkt vorher noch einen übelst riesigen Fernseher hinstellen. Ich würde Snacks des Todes kaufen, Getränke ohne Ende, am besten noch einen Kühlschrank hinstellen, alles reinballern, Pfeife da, PlayStation da, den ganzen Tag zocken. Ich brauche noch ein Headset. Ja, dann werde ich euch auch nicht duschen gehen. Ich brauche irgendwelche Tabletten, Koks, was mich wach hält. Okay, das geht zu weit. Tschüss! Was ich mir eher holen würde, das habe ich mir sowieso mal geplant. Da muss ich so bei mir gucken wegen, sag ich mal, Stecker und so, dass das so technisch und alles so hinhaut. Oder ansonsten so da hinten irgendwie. Ich will mir so einen Kühlschrank holen, so einen Mini-Kühlschrank, wo ich mir entweder auch Snacks oder auch so Energies reinstellen kann. Das wird so ein Traum, muss ich zugeben. Das wäre echt so ein Traum. Wenn ich meinen Partner in Flagranti erwischen würde, dann würde ich... Boah, voll schwer. Wenn ich meinen Partner was? In Flagranti. Wenn ich meinen Partner in Flagranti erwischen würde. Also ich würde wirklich reinkommen und zack, ne? Mit einer anderen. Bam, in your face. Ich glaube, ich wäre jemand, der würde richtig, richtig wütend innerlich werden, aber ich glaube, ich würde nicht ausrasten. Weiß nicht. Ich glaube, ich würde mir denken, Alter, ekelhaftes Stück Scheiße und ich würde gehen. Oder ja, so komplett das Gegenteil. Ich würde komplett ausrasten und alles raushauen, verbal. Ich glaube, ich würde das den anderen Menschen, der dann bei meinem Partner halt wäre, würde ich wahrscheinlich an den Haaren rauszerren, vielleicht noch einen Tritt irgendwo rein. Ich schwöre auf alles, ich würde so ausrasten. Aber dem Partner würde ich natürlich auch gediegen einen Schlag in die Eier geben. Oh Gott, Alter. Ich glaube, bei Selina ist es tatsächlich so eine Mischung zwischen ich bin ruhig, aber gleichzeitig ich raste aus. So schätze ich sie ein. Psycho. Nein, ich glaube, ich würde eher ruhig sein, weil es bringt halt einfach nichts. Was bringt das, wenn du dich da aufregst? Es bringt halt einfach nichts. Aber wenn ich gerade irgendwie Bock habe, mich aufzuregen und irgendwie meine Aggression rauszulassen, dann würde ich es vielleicht tun. Sonst würde ich einfach... Kommt ganz auf den Gemütszustand. Okay, ganz ehrlich, wenn du sowas tust, dann bist du es nicht wert. Dann hast du mich nicht verdient und dann brauchen wir gar nicht weitermachen. Wenn ich morgens plötzlich im Körper eines anderen Geschlechts aufwachen würde, würde ich... Ihr wisst alle, was ich tun würde, oder? Safe. Mann, safe. Alter, ich würde das sofort... Puh. Also ich würde morgen... Also, okay, pass mal auf. Ich würde diese eine Sache tun, safe. Aber ich würde auch abends so einen Club gehen. Eine oder irgendwo, Sache. Wo Mädchen sind. Ich würde safe so eine abschleppen. Mal so gucken, wie das so ist. Ich fände es voll lustig. Wenn ich morgens meinen Kleiderschrank öffnen würde und alles wäre weg, würde ich... Also ganz ehrlich, ich glaube, ich fände es gar nicht mal so schlimm. Ich bin jemand, ich hasse es, wenn mein Kleiderschrank voll ist, ne? Ich hasse das so, so, so sehr. Ich würde am liebsten die Hälfte davon einfach alles raus. Ihr Talk, ich glaube, ich muss auch mal wieder meinen Schrank aufräumen. Ich glaube, ich habe da sehr, sehr viele Sachen drin, die ich gar nicht mehr vielleicht trage oder die mir gar nicht passen. Ja. Ich glaube, ich würde mich ein bisschen erleichtert fühlen. Dann könnte ich mir genau das dann danach holen, was ich wirklich brauche. So ein bisschen minimalistischer leben, was ich eh irgendwie super entspannt finde. Oh. Wenn ich nur einen Gegenstand behalten dürfte, wäre es, einen Gegenstand behalten würde. Es gibt auch nichts, was ich jeden Tag wirklich benutze, außer jetzt mein Handy oder so. Aber mein Handy finde ich sogar selber scheiße, so ganz ehrlich. Ich weiß es einfach nicht. Vielleicht meine Kamera. Ich glaube, ich würde meine Kamera mitnehmen und einfach die ganze Zeit in die Kamera reinlabern. Oh, mir fällt was ein. Ich glaube, Musik. Wenn es nur ein Gegenstand sein darf, dann so ein MP3-Player oder so. Mit der Geistmusik. Dadurch, dass ich aber meine ganze Musik auf dem Handy habe, also ich würde mich für mein Handy entscheiden. So. Einer meiner Freunde müsste für immer nach China auswandern. Ich entscheide mich für... Nee, das kann ich nicht. Wer soll denn das sein? Sedo? Sedo wandert nach China aus. Sind in China vielleicht die Steuern auch ein bisschen geringer? Stellt euch vor, Sedo wandert nach China aus.
Irgendwie könnte ich mir so eine Chinesin an seiner Seite irgendwie gut vorstellen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie passt. Und dann so einen auf Unge machen. Unge ist ja auch ausgewandert. Zedo wandert nach China aus und dann setzt er sich dahin und macht da seine Insta-News. Ne? So geil immer. Mein größter Erfolg in meinem Leben war bis jetzt. Mein größter Erfolg in meinem Leben, der beste Weg, den ich gewählt habe, war auf jeden Fall einfach YouTube zu machen und mein Hobby zu starten. Ich schwöre, es klingt so weird, aber es war einfach wirklich so. Ich hatte Bock darauf und habe es einfach gemacht. Mit YouTube und mit Insta wirklich so meine Leidenschaft zu finden und offen zu sein, ehrlich zu sein gegenüber euch, war mein größter Erfolg. Würde ich nicht mit Social Media mein Geld verdienen, würde ich jetzt an der Kasse sitzen. Ich würde safe noch beim Rewe an der Kasse sitzen. Und lol, bei Rewe? Sie war mal Kassiererin? Lol, wusste ich gar nicht. Aber so erfährt man auch nochmal neue Sachen über YouTuber. Interessant. Hätte ich nicht gedacht, so an der Kasse. Ich hätte sie irgendwie eher so im Büro vermutet. Ich weiß nicht warum oder irgendwie so. Und studieren. Tue ich trotzdem immer noch, aber wenn ich nicht mit Social Media mein Geld verdienen würde, würde ich es mit irgendeinem Teilzeitjob, Nebenjob machen. Und das war vor Social Media tatsächlich ein Minijob beim Rewe an der Kasse. Und es war auch sehr cool. Also kann ich jedem empfehlen, Leute. Das perfekte Alter für das erste Kind ist, also für mich das perfekte Alter, wenn wir uns jetzt vorstellen, ich werde jetzt 22. Ich kann mir nicht vorstellen, mit 25 bis 30, vielleicht so 28, 29, 30. Ich würde vielleicht sogar fast sagen 30. Ah, okay. Okay, wir treffen uns in der Mitte. 28, alles klar? 28. Da brauche ich erstmal einen Mann für, ne? Das braucht auch seine Zeit, ne? Bis ich wieder einen kennenlerne und meine ganze Lebensstory erzählt habe und der mir seine. Das dauert, das dauert. Und ich habe wirklich absolut gar keinen Bock, gerade ein Kind zu kriegen, deswegen. Am meisten Geld gebe ich aus für Technik, safe Technik. Ich habe jetzt gerade noch für 180 Euro LEDs bestellt. Ja, was? So ist es halt. Das ist mein Problem. Die letzte. Aber, mal kurz zurück. Aber tatsächlich, so LEDs will ich mir auch hierfür holen, weil manchmal fällt mir so hier auf mit Greenscreen und so. Und wenn das hier auch noch so beleuchtet ist, weil hier ist halt so die Wand dunkel gehalten. Ich glaube, das würde A, nicht nur cool aussehen, sondern B, würde das auch echt schön beleuchtet sein. Irgendwie so in Blau könnte ich mir das hier echt gut vorstellen. Ja. Oh, LEDs bestellt. Ja, so ist es halt. Das ist mein Problem. Die letzte Person, die meinem Traum vorkam, war, keine Ahnung, ich träume momentan so, so viel, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht mehr. Vielleicht ja mein. Könnt ihr euch an eure Träume immer erinnern? Ich liebe es, über Träume zu reden. No joke. Und ich bin einer, im Gegensatz zu meiner ganzen Familie, ich kann mir immer merken, was ich träume. Und tatsächlich, die letzte Person, über die ich geträumt habe, lass mich mal kurz überlegen. Weil meistens ist es so, dass ich über Serien träume. Also ist wirklich so. Und ich glaube tatsächlich, die letzte Person, über die ich geträumt habe, weil ich diese Geschichte echt toll finde, aktuell bei GZSZ, sind Laura und Felix. Also Thaddäus Meilinger und Crisanti Cavazzi. Über die beiden habe ich tatsächlich zuletzt geträumt, weil ich diese Geschichte aktuell so toll finde und von den beiden absoluter Fan bin. Absoluter Fan. Mein heimlicher Verehrer. Spaß. Wenn ich mit jemandem das Leben tauschen könnte, wäre es. Ich glaube, ich will das gar nicht. Mir wäre das zu kompliziert. Stellt euch vor, ihr habt auf einmal so ein anderes Leben und müsst erstmal checken, so, yo, was geht hier ab? Wer bin ich? Wer ist das? Wer bist du? Und dann musst du dich erstmal so einfinden. Habe ich ja gar keinen Bock drauf. Dann bist du ein anderer Mensch und musst dann erstmal dich selber finden. Erstmal so eine Selbstfindungsphase, weil du ein anderer Mensch bist. Ne, habe ich keinen Bock drauf. Ich bleibe lieber ich selber. Da hatte ich genug Probleme mit, ne? Mit mir selber. Ne? Reicht? Auch langsam? Tschüss. Für diese Summe würde ich auf der Stelle meinen Job schmeißen. Okay, Freunde, da müssen wir aber mal rechnen, weil, was möchte ich mir denn noch holen? Ich brauche auf jeden Fall ein Eigenheim. Ich brauche Geld, um mein Kind zu finanzieren, um zu leben. Okay, ich glaube 20 Millionen. Deal? Komm, für 20 Millionen lass... 20 Millionen? Wo haben wir die Summe jetzt noch mal letztens gehört? 20 Millionen kommt mir so bekannt vor. Hat das nicht Selina sogar selbst 20 Millionen gesagt? Das kommt mir gerade bekannt vor aus dem Video mit Fragen getrennt beantworten mit Zeddo. So, da war auch irgendwas mit Geld. Er meinte irgendwie so 10 Millionen und sie sagte auch 20 Millionen. Das soll nicht mit Job schmeißen wie hier, aber auch irgendwie so ähnlich. Ich erinnere mich nicht mehr. Aber das war auch so eine ähnliche Frage. Lass ich sein, dann bin ich raus.
20 Millionen und ich bin raus. Ich bin weg. Ich bin dann direkt Madeira, tschüss und weg. Madeira. Würde ich meinem IQ messen, läge er bei. Ich habe es tatsächlich mal gemacht. Ich habe so einen Test gemacht online. Der ging auch 2-3 Stunden oder so. Jo. Da kam um die 100 bei raus, glaube ich. Also so richtiger Durchschnitt. Ich hätte jetzt gerne eine Ganzkörpermassage von. Eine Ganzkörpermassage. Okay, sagen wir mal so. Ich hätte gerne eine Ganzkörpermassage von meinem Celebrity Crush. Aber ich werde euch nicht sagen, wer das ist. Ich würde drei Personen für diese Challenge taggen. Ich entscheide mich für Lina. Lina hat jetzt ihren eigenen YouTube-Kanal und deswegen soll Lina das doch mal auch machen. Oh, ich nehme Leni. Leni auf jeden Fall. Leni hat ja auch seit kurzem angefangen mit YouTube und Leni kann das gerne auch mal machen. Wer ist die dritte Person? Shadow macht sowas nicht. Der macht solche Sachen nicht, oder? Soll ich einfach mal sagen, okay, die dritte Person ist Shadow. Ich nominiere noch Shadow dazu. Vielleicht dreht er ja mal so ein Video. Wäre auf jeden Fall sehr lustig, das mal so spontan von den ganzen Leuten zu hören. Also Leute, ich danke euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, es war lustig. Es war halt echt spontan. Ich bin so gespannt, wie das gleich im Schnitt aussieht. Naja, Freunde, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss! Ja, nice Video. Hat mir doch sehr gut gefallen. Haben einiges erfahren. Hier, mit wie vielen Leuten haben wir geschlafen? Genau, Fragen getrennt beantworten. In diesem Video irgendwie war auch was mit Geld. Ja gut, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Freut euch auf heute Abend. Da kommt das nächste Video zum Horror-Duell-Battle. Freut euch drauf, also Horror-Figuren-Battle. Eigentlich sollte heute noch ein React kommen. Ich habe es nicht geschafft. Tatsächlich soll aber nächste Woche dazu was kommen. Ich sag nur so viel, es gibt ein Spiel, was mir sehr, sehr gut gefällt und ich habe tatsächlich einen Kanal gefunden, der da Best-ofs hat und ich will darauf reagieren. Ich möchte lachen. Sei es nun geile Sachen, lustige Sachen oder Fails. Ich möchte einfach darauf reagieren. Kann ich auch schon mal so viel spoilern. Es geht um das Spiel Among Us. Es wird ja von sehr vielen Leuten gestreamt. Meine Favorites, wo ich schaue, sind Dalukat, Vlesk und Andy. Und ja, da ist so ein Best-of-Kanal und der hat so auch mit, ich weiß gar nicht, wer noch alles so Among Us streamt. Ich weiß, PeteSmeet auch so ein bisschen, Unger auch. Dann kenne ich noch so eine Gruppe mit Reefed, mit Trimax, mit, oh, wer ist denn da noch? Papa Platte. Und noch anderen. Aber jedenfalls, darauf werde ich nächste Woche reagieren. Oder die Videos dazu kommen nächste Woche. Freut euch drauf. Freut euch heute Abend auf das neueste Video. Ansonsten sehen wir uns dann Montag wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ihr wisst, was zu tun ist. Lasst doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr Teil der Top-Familie werdet. Euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns heute Abend und dann das nächste Mal Montag wieder und bis dann bleibt mir nur zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor, ciao, bitte top von mir, bis zum nächsten Mal rein und tschüss.